Ich habe eine Frage vergessen, die habe ich ja einfach mal übersprungen. Huch. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder einen Tag geben. Und zwar wurde dieser Tag von der lieben Kati von dem Kanal KitKatKati22 ins Leben gerufen. Den Link wählen wir unten in der Infobox, schaut bei ihr auf jeden Fall mal vorbei. Und sie hat den Tag gemacht, nachdem sie ein Lied gehört hat und ist auch auf die Idee gekommen und hat mich zu diesem Tag getaggt. Und da es sich hier um Liebe handelt und ich sehr gerne Liebesromane lese, wie ihr wisst, dachte ich mir, mache ich den Tag doch gleich mal mit. Und deswegen bekommt ihr von mir heute den Book of Love Tag. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1. Wann warst du das erste Mal verliebt? Das erste Mal verliebt war ich, als ich 12 Jahre alt war. Und da habe ich meinen Freund kennengelernt. Und ja, so ist das. Ich habe ihn gesehen, habe gesagt Neins und das war es dann auch eigentlich schon. Also man muss natürlich sagen, damals war das wirklich so eine Mädchenliebe, Schwärmerei, so alles, was halt so dazugehört in dem Alter. Und mit der Zeit hat sich das natürlich alles entwickelt und heute liebe ich ihn natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich war 12 Jahre alt und habe mich in meinen Freund verliebt. Kann man so sagen. Frage Nummer 2. Dein liebster Liebesroman. Ich hatte es das ein oder andere Mal schon erwähnt, eigentlich 100.000 Mal, um genau zu sein. Deswegen möchte ich ihn euch heute nochmal zeigen. Mein liebster Liebesroman ist Jamaica Lane von Samantha Young. Das ist der dritte Teil der Edinburgh Love Story Reihe. Und ich habe immer wieder überlegt, warum ausgerechnet dieser Teil mein liebster Teil ist. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es wirklich eine Geschichte ist, wie sie jedem von uns passieren kann. Das ist jetzt nicht irgendwas dahergeholtes von wegen schüchterne kleine Studentin trifft großen, reichen, gut aussehenden Junggesellen. Nein. Das ist eine Geschichte, wo es um Freundschaft geht, aus der dann irgendwann eines Tages mehr wird. Und ich finde, es ist halt eine Geschichte, wie sie wirklich jedem von uns passieren könnte oder passieren kann. Und deswegen mag ich sie so unheimlich gern, weil es einfach eine Geschichte ist, wie es das Leben so schreibt. Und ich liebe es! Frage Nummer 4. Von welchem Buch wünschst du dir eine Fortsetzung? Ich habe mich jetzt hier mal nicht für einen Liebesroman entschieden, sondern für Salz und Stein von Victoria Scott. Das ist der zweite Teil der Brimston-Bleed-Reihe. Im Moment sind diese Bücher eine Dilogie. Das Ende hier ist aber sehr, sehr offen. Und ich möchte gerne den dritten Teil, weil ich möchte wissen, wie es dann danach weitergeht. Victoria Scott hat wohl gesagt, sie wird irgendwann einen dritten Teil schreiben, aber wann und wie und wo und was, das steht noch in den Sternen. Ja, deswegen müssen wir weiter warten, aber hier hätte ich definitiv gerne eine Fortsetzung. Ich möchte wissen, wie das weitergeht und müsste wissen, was mit den Pandoras passiert und überhaupt. Und ja, ich möchte es einfach gerne wissen. Frage Nummer 5. Deine Lieblingsfabel plus das passende Buch da dazu. Da habe ich mich entschieden für Wohin du auch gehst von Liza Raven. Das ist ja der erste Teil der Bad Romeo und Broken Juliet Reihe. Und ich liebe die Farbe Rot. Rot ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Sie wärmt und ich finde sie einfach nur schön. Und ja, finde das Cover passend auch zum Tag und zum Thema. Und ja, ich mag auch dieses Buch ultra gern. In diesem Buch geht es ja um Ethan und Cassandra, die sich auf der Schauspielschule kennenlernen. Und was die alles miteinander erleben, Leute. Ich hatte in keinem Buch so viele Fremdschämen-Momente wie hier. Ich musste das Buch weglegen und dachte so, oh mein Gott, das macht sie nicht wirklich. Das macht sie nicht wirklich oder das macht er nicht wirklich. Und dann liest du ja dann noch weiter, weil du wissen willst, ob, was nun passiert. Und ja, aber es war ganz, ganz toll und ich mag es unheimlich gern. Und ja, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Frage Nummer 6. Welches Buch hat dich zu Tränen gerührt? Bei dieser Frage habe ich mich entschieden für Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Nein, ich habe hier nicht Jonah genommen. Da wissen inzwischen alle, dass ich geheult habe. Jonah brauchte ich für eine andere Frage, deswegen kommt hier Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Dieses Buch hat mich auch komplett fertig gemacht. Ich war an dem Tag, wo ich das beendet hatte, ich habe es an dem Tag auch angefangen. Also ich habe es an einem Tag gelesen, es ist ja jetzt auch nicht dick. Dieses Buch hat mich fertig gemacht. Ich saß zu Hause wirklich mit Schluchzern und so richtig so einem Hicks, wie man das manchmal so kennt, so richtig so, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dieses Buch hat mich fertig gemacht, weil ich habe es gelesen, bevor der Film rauskam. Das heißt, ich wusste auch das Ende noch nicht und das Ende hat mich quasi zerstört. Ja, aber es ist ein sehr, sehr schönes. Frage Nummer 7. Nenne ein Buch, wo du nie gedacht hättest, wie es ausgehen wird. Tada! Da nehme ich wie die Kati hier Jonah, weil das einfach immer noch das Buch ist, wo mich das Ende am meisten überrascht hat. Also man weiß in diesem Buch ab einem bestimmten Punkt, wohin sich die Geschichte entwickelt und was da jetzt genau los ist. Aber man hat halt einfach wirklich bis zum Ende keinen blassen Schimmer, wie das Ganze ausgeht. Und ich finde, Laura hat das Ende sehr, sehr schön gemacht und es hat mich auch sehr ergriffen, das Ende. Es war wirklich sehr, sehr schön und ich liebe dieses Buch immer noch und
Jonah ist so toll. Frage Nummer 8. Dein liebstes Lieblingszitat? Habe ich nicht. Ich habe über diese Frage wirklich sehr, sehr lange nachgedacht und ich habe keine Lieblingszitate. Ich bin ja im Allgemeinen eher ein pragmatischer Mensch und stehe nicht so auf Zitate und Philosophie und solche ganzen Sachen. Deswegen, ich habe auch so überlegt, in welchem Buch mir was gefällt und bei mir sind es mehr so ganze Szenen, die im Kopf geblieben sind und ganze Stellen von Büchern. Jetzt nicht unbedingt einzelne Sätze, die jemand sagt, sondern halt, wie gesagt, bestimmte Stellen in bestimmten Büchern. Und deswegen habe ich einfach keine Lieblingszitate. Ich bin auch kein Mensch, der sich das in irgendeinem Heftchen schreibt, was er sich sowieso nie wieder anguckt. Also von daher kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Frage Nummer 9. Dein persönlich liebster Liebesroman, den du an einem Tag durchhattest? Wer mich jetzt auch schon länger kennt, weiß auch hier die Antwort. Und zwar ist das Stay With Me von Jaylin. Ich liebe diese Reihe und das ist mein absoluter Lieblingsteil dieser Reihe und ich hatte ihn in einem Tag durch. Ich habe frühs angefangen und habe dann bis in die nächste Nacht hineingelesen. Ich habe zwischendurch wirklich nur Gassi-Runden schnell eingeschoben mit meinem Hund und Essen gemacht und was man halt so nebenbei machen muss, man aufs Klo gehen und so, aber ansonsten habe ich euch den ganzen Tag nur an diesem Buch gehangen. Da gab es nichts anderes, da war mein Freund abgeschrieben, da war alles andere abgeschrieben. Ich musste wissen, wie dieses Buch ausgeht und dieses Buch war einfach so schön und ja. Es ist der liebste Teil der Reihe für mich und ich liebe ihn und ja, Stay With Me. Ich habe da immer noch, wenn ich diesen Titel lese, immer noch dieses Lied von Sam Smith, heißt er, glaube ich, im Kopf hier. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde es jetzt nicht singen. Aber ich liebe diesen Teil. Ich liebe Keller und Jax. Die sind so ein schönes Pärchen und bei dem, was Keller in ihrem Leben alles erlebt hat und durchgemacht hat, dass sie sich da zu so einer Frau entwickelt hat, ist schon der Oberhammer und I love it. Ich hätte jetzt auch gerade voll Lust, dieses Buch mal wieder zu lesen. Aber nein, ich habe einen Sub und der muss weg. Damit wären wir dann auch schon bei der letzten Frage und die lautet, was ist Liebe für dich? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, denn Liebe ist für mich auf jeden Fall unterschiedlich. Also es gibt für mich definitiv mehrere Arten von Liebe. Es gibt dann natürlich einmal die Liebe, die ich für meinen Freund empfinde und die Liebe, die ich für meine Mom und meine Familie empfinde. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Liebe, wie ich es jetzt zum Beispiel zu meinen Freundinnen empfinde. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich das sehr schwer zu definieren, was Liebe für mich ist. Aber in erster Linie heißt Liebe für mich Vertrauen, Fürsorge, füreinander Dasein und auch Freundschaft. Denn ohne Freundschaft und so einer Basis kann auch keine Liebe entstehen, egal in welcher Art und Weise. Das ist so meine Definition von Liebe. Da gibt es für jeden natürlich eine andere. Und ja, ich finde, es ist einfach sehr, sehr schwer zu definieren. Das war der Books of Love Tag von mir. Und ich muss natürlich jetzt auch noch jemanden taggen. Und ich tagge die üblichen Verdächtigen für mich. Und zwar die Niki von Niki Paulas Bücherwelt. Plus die anderen Mädels vom Kanal, die Lust haben, den Tag vielleicht auch noch zu machen. Dann die Sina vom Kanal von Wörtern gefesselt. Dann würde ich noch die andere Sina taggen von dem Kanal Books of My Life. Und dann tagge ich noch Bookmarket und die liebe Vilja van Book möchte ich gerne noch taggen, weil ich weiß, sie hat früher auch sehr viele Liebesgeschichten gelesen. Ich weiß, momentan ist er nicht so viel, aber vielleicht hat sie ja auch Lust, den Tag zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, reicht das erstmal. Und zum Abschluss möchte ich noch die liebe Anni von Annis Bücherlounge taggen. Sie ist zwar kein YouTuber, aber sie ist ein Buchblogger und deswegen gehört sie da für mich auch da dazu. So, das war's jetzt aber auch erstmal von mir zu diesem Tag. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.